In unserem Elli-Projekt arbeite ich im Bereich Student Lifecycle, wo wir normalerweise unter anderem auch Besuche für Studieninteressierte auf dem RUB-Campus organisieren. Dieses Semester war das unter den Umständen ja nicht ohne weiteres möglich. Und dann dachten wir uns nach einigem Überlegen, wenn ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, unseren Campus nicht besuchen könnt, dann bringen wir den Campus halt einfach zu euch. Konzipiert haben wir ein Praktikum ohne Präsenz, was erst einmal seltsam klingt, aber mit den richtigen technischen Hilfsmitteln eigentlich ganz einfach war. Wir haben Gespräche mit Studierenden organisiert, mit Forschenden und Lehrenden uns ausgetauscht. Wir geben Einblicke in Online-Vorlesungen und wir machen gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern Webinare. Und selbstständig können die Schülerinnen und Schüler sich in einem Moodle-Kurs weitere Informationen aneignen, so dass das Webicum sowohl asynchrone und synchrone Lehrelemente enthält, die sich dann gemeinsam eben zu einem großen Einblick in die Ingenieurwissenschaften ergänzen. Wir haben sogar 360-Grad-Rundgänge erstellt, um einen Einblick in die Arbeit und in die Labore in den Ingenieurwissenschaften zu geben. Wir im Team haben die Erfahrung gemacht, dass die Teilnehmenden total motiviert und interessiert sind und unser Angebot sehr dankbar annehmen. Und ja, wir sind einfach nur froh, Ihnen trotz der Distanz einen Einblick in unsere Arbeit an der RUB geben zu können.